Servus und Hallo Leute zu diesem neuen Video. Heute ist der 6. April und heute habe ich frei. Und dementsprechend habe ich heute eine etwas größere Runde mal geplant. Und zwar sind es 200 Kilometer, bin schon ein bisschen was gefahren. Das war aber jetzt größtenteils nur oder ein Stück weit nur Autobahn. Das ist ja relativ langweilig. Und jetzt geht es nochmal kurz durch Hanau durch. Nach Hanau fängt dann der schöne Teil an. Genau, das Wetter heute ist geil. Deswegen habe ich mir auch recht spontan freigenommen. Dann, es gibt noch ein, zwei, ich sag mal, Neuigkeiten. Und zwar sind jetzt alle Anbauteile am Motorrad dran. Also eins seht ihr da vorne, da hängt noch die andere GoPro dran. Mal gucken, ob ich die heute nochmal benutzen werde. Die Zeit am Motorrad habe ich übrigens immer noch nicht umgestellt. Das sollte ich vielleicht einfach mal machen. Ich habe auch dieses mit dem Wegpunkt überspringen, habe ich in den Einstellungen, ich habe mal gegoogelt, weil es hatten ein, zwei drunter geschrieben, dass es da Möglichkeiten gibt, das einzustellen. Da hatte ich gegoogelt und habe das jetzt auch mal so eingestellt. Ich habe jetzt die Route heute, das ist schon eine sehr, ich sag mal, die habe ich schon vor einem Jahr oder so mal geplant. Von daher hat die eigentlich gar keine Wegpunkte, sondern, Diggi, fahr mal auf deine Seite rüber. Von daher hat die eigentlich gar keine richtigen so Wegpunkte, sondern die hatte ich, glaube ich, tatsächlich mal über Kalimoto geplant. Und habe die da dann einfach damals auch schon importiert in die BMW-App. Bin nie dazu gekommen, die zu fahren. Und heute habe ich mir gedacht, komm, heute fährst du die mal. So, und ich glaube, jetzt gleich kommen wir dann an die schönen Stellen der heutigen Tour. Und dann geht es rein, so in die, ich weiß nicht, Ende Taunus ist da noch Taunus dann gleich. Auslaufenden Arme des Taunus. Servus. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt endlich die richtig kleineren Straßen so langsam kommen. Also die Straße hier ist jetzt auch nicht scheiße. Ah, so richtig, weißt du, so kleine Straßen. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ich habe auch heute das Windschild mal nach oben gemacht, weil wenn man jetzt so viel fährt, vor allen Dingen vorhin auf der Autobahn, habe ich es dann hoch gemacht. Ich glaube, da hinten ist der große Feldberg. Da steht nämlich auch dieser Turm oben drauf, falls man es auf der Kamera sieht. Ist schon schön, hier mal was anderes zu sehen, mal was anderes zu fahren. Und es ist so bequem, so geil mit dem Motorrad hier so, ich sag mal, zu reisen, in Anführungszeichen. Ja, aber einfach mal ein bisschen zu fahren. Gut, das sind jetzt noch nicht 100 Kilometer gefahren heute, also das ist jetzt noch gar nicht so viel an für sich. Aber selbst das, es ist einfach mega cool. Und mal so ein bisschen die Ferne zu sehen, ist auch schön. Ein paar mehr Kurven könnte ich mir zwar auch gut vorstellen, aber gibt es hier halt leider nicht. Servus. Ja doch, da vorne ist mal eine Kurve her. Ja. Aber so diese Fernen und so weiter, das ist auch schon sehr, sehr cool. Aber schon auch süß irgendwie. Die waren hier einen vor Kurven im Odenwald. Keine Ahnung, wären das einfach Kurven. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt hat man wieder so eine schöne kleine Strecke. Ja, hat man jetzt Leute vor sich. Naja gut. Na, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Hier geht es jetzt mal ein bisschen versteckter wo hoch. Jetzt haben wir noch mal Straßen, die wir mögen. Und freie Bahn. Das ist doch jetzt mal geil. Und jetzt geht es unter der Autobahn durch oder oben drüber? Okay, ich glaube, es geht irgendwie oben drüber. So viel zu unten durch. Geile, geile. Also jetzt langsam die Straßen, jetzt machen sie richtig Bock, die Straßen. Also ich muss wirklich sagen, mit dem Navi so ist richtig gut.
Das mit den Wegpunkten kann ich jetzt zwar noch nicht wirklich groß ausprobieren, weil ich halt einfach keine habe, die ich überspringen kann. Aber ja, das ist schon sehr, sehr geil. Ist wirklich eine gute, günstige Alternative. Ich meine, klar, was einer in die Kommentare geschrieben hat, ist zum Beispiel mit Regen, da muss man natürlich ein bisschen schauen. Das Handy an für sich, das ist ja, bis 2 oder bis 4 Meter oder so ein Scheiß wasserdicht. Also da ist ein bisschen Regen kein Problem beim Handy. Zumal es ja eh hier vorne von dem ganzen Schild und so weiter noch ein bisschen geschützt wird. Also da mache ich mir eigentlich tatsächlich ehrlich gesagt keine Sorgen. Ah, perfekt. Der andere Akku ist dann eben auch leer gegangen, oder beziehungsweise vor ein paar Minuten. Aber ich habe ja Ersatz dabei. Hier sind auch zurzeit sehr, sehr viele Traktoren unterwegs, deswegen fahren wir gerade mal in der Kurve, wo man gar nicht einsehen kann, auch ein bisschen vorsichtiger, nicht dass auf einmal so ein riesiger Traktor da steht, der die Straße eigentlich für sich alleine braucht. Aber wir haben es endlich, oder wir haben mittlerweile auch in die richtig schönen Strecken geschafft. Eben mal ganz schnell das Walkaround, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, gedreht. Und weiter geht's jetzt hier mit der Tour. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass ich das Video jetzt hier auch beenden werde und noch ein zweites Video daraus bauen werde. Weil einfach wir schon so lange aufgenommen haben, dass wir auf jeden Fall mehr als genug Videomaterial übrig haben. In diesem Sinne sage ich dann auch einmal für dieses Video, haut's da rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss. Stopped me from dreaming.